erster Tag Rock am Ring, aber es sieht schon ziemlich übel aus, wie man da sieht. Der Boden, alles ist total verschlammt und ich werde mal gucken, wie das Leben im Schlamm überhaupt möglich ist. Ich warte jetzt einfach mal hier mitten schön durch den Schlamm. Also es ist eigentlich ganz cool, solange man nicht ausrutscht und im Gesicht reinfällt oder irgendwas anderes vom Gepäck reinfällt. Und man braucht wirklich definitiv Gummistiefel. Also mir tun alle Leute leid, die hier mit Sneakers rumrennen. Also ich bin heute erst gekommen. Ich war ziemlich überrascht, als ich das gesehen habe. Aber im Endeffekt, mich stört das nicht wirklich. Ich finde es sogar relativ lustig, wenn ich ehrlich sagen soll. Wenn man wegen sowas nicht zu Rock am Ring gehen will, dann ist man falsch, weil es gibt für jedes Wetter die richtige Klamotte und dann geht das auch. Vorhin haben zwei Jungs hier schon Bauchrutsche gemacht. Hier sind ungefähr 7 Meter weit gekommen. Mega geil. Und ja. Also man könnte vielleicht mal ein bisschen Hackschnitzel streuen oder so, aber sonst ist doch ein geiler Scheiß, guck mal, gescheite Show. Ja, was will man mehr? Weniger gut waren die Bedingungen allerdings auf dem Parkplatz. Man sieht, es ist nicht besonders schön hier. Überall steht der Dreck, egal ob jetzt auf dem Campinggelände oder hier auf dem Asphalt. Das Konzertgelände sieht auch nicht viel besser aus. Words to describe how fucking incredible that is. And now that we have been to Europe, I can't wait to come back over and over and over again because. Ach ja, und dann habe ich noch diesen Typen hier getroffen. Mega geil. Ganz im Schlamm. Wieso, was ist denn so geil am Schlamm? Schlamm ist sehr weich, im Gegensatz zu Stein. Steine sind hart, Schlamm ist geil. Ja, außerdem eignet er sich als Kopfkissen, als Schlafsack, er dämmt sehr gut, man kann damit Pavillons abdichten, alles perfekt. Also die Sonne ist jetzt leider wieder auf dem Abmarsch und wahrscheinlich droht uns jetzt auch schon gleich wieder der nächste Regenguss. Aber wie man sieht, die Leute, die sind hier noch gut drauf, die lassen sich die Stimmung nicht vermiesen mit ein bisschen guter Laune und vor allen Dingen den richtigen Sachen zum Anziehen, vor allem den richtigen Schuhwerk, und dann macht das Festival auch dieses Jahr richtig viel Spaß. Die Kanone ist wohl hier, die Kanone dort hinten, die Kanone ist hier, die Kanone ist hier.